Hallo? Wie geht's? Da bin ich wieder. Hast du ja verbuggt, oder was? Ich hasse diesen Client, Junge. Wie kann das nach einem Dodge verbuggen? Mit 79 schon Overlap, Alter. Nice try. Wahrscheinlich sollte ich da erst mit Level 90 hin oder so, ne? Level 90 und 7k HP oder sowas, ey. What the fuck is happening? Es hört nicht auf, Monkeys. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Oh, ich muss picken wahrscheinlich. Ah, jetzt kriege ich minus 10 LP, though. Uff, ich glaube, ich gehe wieder offline. If you exit the game, you receive a time penalty. Kurva fix client. Anstatt Penalties für so eine Scheiße hier. Ja, League besteht nur noch aus Damage. Wer kann wen zuerst in der Organisation? Jo, deswegen finde ich auch geil, wenn beide Teams Tanks spielen. Das Game ist so fucking geil. Ohne Flachs. Das ist passiert übel selten. Und deswegen, wenn ich sehe, dass der Gegner einen Tank pickt, picke ich auch selber meistens einen Tank. Die Games sind so viel geiler, wenn zwei Tanks im Game sind, Alter. Viel strukturierter. Viel geilere Teamfights. Die Teamfights dauern länger. Man muss einfach auf sein Positioning achten. Vision ist so fucking wichtig. Ist so nice, ey. Gott sei Dank, ich muss bleiben picken. Aber Mordekaiser offen. Let's go. Destiny is all. Destiny is all. Kein Ward-Item, das kommt automatisch, wenn man die Base verlässt. Wenn man diese Grenze hier überschreitet. Das wurde direkt danach gepatcht, nachdem das Trinkets dazu kommen, weil die Leute das vergessen haben. Da siehst du mal und du weißt es immer noch nicht. Atcha! Junge, jetzt geh mir nicht auf den Piss, Alter. Das wird lustiges Matchup. So, das Einzige, was halt Mordekaiser an sich halt gefährlich wird, ist halt nun mal Range. Hat er nicht gerade gemisst. There we go. So gefällt mir die EQs schon besser. So gefällt mir das schon besser. Ich gehe auf jeden Fall Protobelt first. Protobelt für den Gap closer. LOL! Er hat fucking... Oh, wow, er hat fucking Sonjas First gebaut. Are you kidding me? Nichts getroffen? Ja, das, was ich getroffen hätte, hat er gesonjat und danach habe ich zu früh gecued. Oh my god. Puh. Huch. Das war delicious. Dass die aber neben mir standen. Ich glaube, die haben gar nicht realisiert, dass ich da war oder irgendwie sowas. Auf einmal standen die rechts neben mir. Das war recht nice.
Blonk. What the? Also nicht so sehr greedy noch mehr sein. Atcha. GG! Diesmal kann das sein, weil du Quinn nicht Auto hitten konntest in der Lane. Das ist absolut korrekt. Sehr schön, wie ihr lernt. Wunderschön. Gute Erkenntnis. Yes. Unser Teamcomp stinkt. Ich werde sowas wie Jax spielen müssen oder sowas in dem Game. Dass wir wenigstens noch einen Hyper-Carry auf der Top-Lane haben. Unsere Teamcomp ist geil. Jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag unsere Teamcomp. Wenn wir jetzt nicht im Early-Game auf die... Ich weiß nicht, wie ich spielen will gegen den Darius Attar. Ich habe Angst. I don't know. Ich kann nicht pushen, weil ich werde unter dem Turret, wenn es die Wave freeze, bin ich dead. Ich würde mich wahrscheinlich pushen lassen, um ehrlich zu sein. Weil ich brauche halt nur ASAP irgendwie Trinity Force, bevor er seine Items hat, Alter. Und Gnade ihm Gott, Alter. Dann kann ich den so runterrennen. Trinity plus Ninja Tabis und oh. Bitte. Oh, nice. Uff. Uff. Hat er noch keine Ultimate? Der Timer im Kopf. Der Timer im Kopf. Oh oh. Oh, is it any damage? Jo, die haben mich halt perma gecancelt. Fucking Gragas, dann Ultimate und dann, leider ein bisschen kacke, whatever. Welche MMS ist das Game? Challenger? Grandmaster Challenger? Also, wir haben halt Nemesis im Team. Schon relativ high Elo.
Also, warte mal, lass mich mal kurz overall gucken. Ist actually 4 Grandmaster bei uns plus einen Diamond. Leona, aber die ist Smurf oder so. Und die Gegner sind 4 Grandmaster. Und der Darius ist Challenger, actually, gewesen letzte Season. Also, der war Challenger. Da ein paar Ivan-Schilde, Alter. Ich fucking bin nicht an den hier gekommen. Alter! Was ist eine Fnatic-Anfrage? Wie, du verkaufst uns für Fnatic? Sollte ich nicht nehmen, dann Shinoge? Wenn Fnatic sagt, du, ich gebe ja nie weg. Hast du Lust, Top?